damit grüßt man ihn Zwerge Morbitz und Ingadum zu einem neuen Part Luigi's Mansion 2 mit dem Zwergenfürst. Ja, dann würde ich mal sagen, ich habe die Lösung gefunden, ich weiß, worum es geht. Stellen wir uns mal hier hin und ziehen mal ganz kräftig. Zack, der Rasen hier geht los. So schwer war das kommt noch gar nicht im letzten Part. Was wir hier übersehen haben. Nur den Fahndort ziehen und schon ist alles klar. Da wird Luigi ganz nass. Ja. Wollte mal was ausprobieren. So, da sind die Geister, die wir suchen. Die Geister, die ich rief. Zack, na komm. Zack, großer. Komm rein. Den kriege ich nicht so leicht, wie es ausschaut. Ah, die Eimergeister. Müssen wir erstmal befreien hier. Na komm. Zack. Befreien den Garten von euch. Na, da verrutscht der. Meine Stimme ist auch heute ein bisschen defekt. Na, da verrutscht der DS ziemlich schnell. Ihr seht's ja. Na komm. Oh nein, ich konnte leider nicht schlucken. Beim Zielen der Schickwechs, da ist das Ganze noch ein bisschen, naja. Steht das Ganze auf noch einem sehr rutschigen Untergrund. Ich bitte das zu verzeihen. Na komm. Ach Mann, muss man mehrere Male ziehen hier. Na komm. Wir sind halt noch nicht sehr perfekt. Nein, let's play. Na komm. Was? Der wirft mich hier mal mit seinen Schleimbällchen voll. Und da Schleimer hier. Kommst du rein? Ach, weg mit den Dingern hier. Weg mit den Eimern. Die brauche ich gerade nicht. Die habe ich gerade absolut nicht gebrauchen. Verdammt Schleimer hier. Rein mit dir. Zack, da ist er. Puh, das hat ja lange gedauert. Das war nicht mal ein Endboss. Nur so ein schwacher Zwischengegner. Tja. Es geht noch schnell einsammeln. So. Dann wären wir dabei. So. Ich habe hier einen Eimer. Ich habe hier Wasser. Können wir das hier mit rübernehmen? Nein, hier ist noch ein Geist. Dann muss ich noch der Schlüsselgeist der Dingens verstecken. Ah, da bist du. Wusste ich doch, dass du hier bist. Na, wo bist du? Hallöchen. Da bist du. Zack. Die sind immer sehr schwer zu fangen, weil die immer sehr flink unterwegs sind. Ach verdammt, die verschwinden dann immer sehr schnell. Man muss sie dann immer neu raussuchen. Und zack, meistens geht das gar nicht, kann man gar nicht so schnell blitzen, bis die da wieder im nächsten Versteck verschwunden sind. Na, komm raus, trau dich. Luigi erschreckt sich dann auch mal gleich. So dass du dann auch noch ein bisschen Zeitverzögerung dadurch hast. Und irgendwann werde ich dich auch kriegen. Dann ist das zweite Zahnrad. Zack, das erste haben wir uns schon geholt. Das muss man in der Durchgangstür zum Garten machen. Na komm, zack, in die falsche Richtung leuchtet. Ah, Mann. Mensch, Luigi, streng dich an. Zack. Und. Ah. Der war zu weit weg. Der war schon davon. Auf und davon ist er. Mensch.
So hier, die ewige Jagerei. Zack, da hinten ist er, na komm, saug. Ein. Nice, dass die Garten wieder hell. Oder auch nicht. Vor kurzer Zeit war er alles. Zack, dann haben wir 2 von 5. Ja. Den 3. finden wir da hinten im Schlafzimmer. Okay. Wo wir die anderen 2 finden wollen, ist mir auch ein Rätsel, aber ja, holen wir uns erstmal die ersten 3. Wo die anderen hin sind, ist dann die nächste Frage. Stube des Gärtners. So, wo bist du, kleines Mäuschen? Und die anderen 2 habe ich schon besiegt. So, zack. Hier geht das Bett rein. Und hier ist ein kleiner Eimer. Oha, nein. Das ist der Geist, den ich suche. Oh, ist er schon weg. Ohne uns den Schlüssel zu geben. Ja, mit Eimer in der Hand geht's auf einmal runter. Oh, da sieht man mich ein bisschen. Hallo. Ja. Ich nehme das Ganze hier mal ausnahmsweise am Tag auf. Ja. So viel zu der Qualität meiner Let's Plays. Manchmal jetzt doch nicht ganz so gut. Oh. Das ist die Geist. Fangen wir. Oder auch nicht. Ja. Dann der Sonnenbruder auf. Ah. Den müssen wir ihn erstmal runtersaugen. Zack, so. Jetzt können wir euch einsaugen. Da wurde ich gemampft. Lass mich los. Eine Piranha-Pflanze. Oh, hey. Was machst du mit mir? Sag raus da. Ich wollte nur das Geld holen. So, was ist denn hier los? Kann man den Schalter hier betätigen? Nee, Luigi kann es nicht. Wie es ausschaut. Da ruft jemand an, wer das wohl sein mag. Vorsicht! Vorsicht! Das ist eine Voxelstation in der früheren Prototyp meines Voxelbruders. Das neue Modell ist natürlich völlig unabhängig von der Antigerantis. Ich kann dich von überall zurückholen, solange ich dich klauen kann. Nicht schlecht, wie? Meine einfache Übung. Meine einfachste Übung. Okay. Den betreiben wir nicht, den alten. Oh, ein Geist. Zack. Das ist der Schlüsselgeist. Kein Schlüssel. Windradstor. Teil. Na komm, Ende ist dir. Boah, die Piranha-Pflanzen, die machen mir Ärger. Das war nicht mehr. Hier ist er. Na komm, Blitzdings. Und rein, Blitzdings bums ihn. Ach, verdammt. Da bin ich mal wieder verrutscht. Es tut mir wirklich leid, Leute. Gerade bei so einem aktiven Spiel mal ein bisschen knifflig. Ich werde mir irgendwann mal so eine Halterung oder so ein etwas stabileres holen. Das ist immer so schnell erfreut hier, der Geist. Na komm, komm zu mir. Ah. Verdammt. Da bin ich wieder groß geworden. Stelle ich da auch ein bisschen blöd an. Ja. Tut mir wirklich sorry. Na komm. Und wie viele Male willst du noch geblitzdingsbumst werden? Na komm. Hin und zurück, hin und zurück, hin und wieder zurück. Zack. Dann haben wir ihn auch mal. So, den 3. von 5. Das sind aber noch lange nicht alle, oder? Nein, noch lange nicht.
Da fehlen uns noch einige. So hier den Weg lang. Das sieht aber nicht sehr vertrauenserweckend aus. Und ich hoffe, droht vielleicht das nächste Teil zu finden. Das vierte Teil des Tores. Und der Kanal. Ist nicht mein Kanal. Den durfte ich abonnieren. Durfte nur meinen Kanal abonnieren. Nee, Scherz. Ernst beiseite. Weiter geht's. So, was ist hiermit? Ach, du musst einsaugen. Zack. Und weiter geht's. Oh, ein Sarg. Müssen wir wohl mal die Totenruhe stören. Niemand zu Hause. Mhm. Totenruhe umsonst gestört. Na. Ist da was drin? Nicht wirklich. Nur Herzen. Da ist nix. Was machen wir denn hier in der Grotte? Eine Grotte im Kanal. Auf jeden Fall. So will man doch seine Leute beerdigen. Was macht dieser Kristall dort? Oh, sieh. Zack. Oh, Geld. Wegen die Geld bin ich hier runtergekommen. So. Und ja, viel gibt's hier nicht zu holen. Bis auf die Geld. Die Geld regiert die Welt. Oh, Geister protestieren auf allen Vieren. Ein Buhu. Wir geben keine Ruhe. Wir machen Bambule. Ein Buhu. Herr mit dir, Buhu. Wo bist du? Wo bist du hin? Ich werde dich finden. So, hier drin. Da ist nichts. Ist der Buhu abgehauen? Oh, das war's. Oh, na. Oh, der Sarg ist weg. Holla. Da haben sie ihn mitgenommen. Ah, das ist der Sarg hier. Ich hab noch nicht alle. Da kommen aber nur die hier raus. Na komm. Wo ist der Rest? Freunde. Ach hier. Ist der Buhu. Der Buhu hinterher. Na komm. Von dir lass ich mich nicht überrumpeln. Da wird doch schon so schön vorgewarnt. Na komm, können wir uns den Sarg hier schnappen? Ach verdammt, der Buhu stand mir im Weg. Und was ist denn hier los? Spuk im Keller. Na komm, ich will dich einsaugen. Na komm. Komm zu Daddy. Verdammt. Buhu. Das kostet mich mein Leben. Oh, Schreck. Gute Nacht. Mission neu starten? Nee. Ach, verdammt. Die waren doch schon bereit. Verdammt. Der ganze Schlamutze hier mit den Geistern, mit den ersten dreien und den Tor nochmal. Ja, so sieht's aus. Betritt den hohlen Baum.
nur um diesen scheiß Baum hier zu betreten. Ja, ich skipp das mal für euch. Ich mach das mal offscreen. Und dann sehen wir uns wieder an der Stelle. Na, verdammt. Das kennen wir ja schon. Oh, da haben wir ihn. Den Bubu. Na komm, jetzt müssen wir ihn nur noch. Man muss ihn eigentlich mit der. Man muss ihn hier erwischen und dann. Mit dem Licht muss man ihn erwischen, wenn er da irgendwo rumhängt und dann muss man ihn eigentlich nur noch besiegen. Leichter gesagt als getan. Da ist er. So, jetzt. Zunge. Jetzt könnt ihr das mal sehen. Ah, zack. Rein mit ihm und dann zack, 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 zack durch die Gegend und die saug ich auf. Und weg mit dir. Zack. Und da haben wir dich. So, nach dem 150. Versuch geführt. Und da ruft der Kollege wieder an. Anruf von Professor Gint. Ballon gefangen hast. Buhus sind scheu. Sie zeigen sich nur, wenn man ihr Versteck findet. Und jeder ist anders auch, wenn andere gleich aussehen. Schnapp sie die alle. Was? Alle? Es gibt noch mehr von denen? Ach du Schande. Sonst schließen sie sich noch zusammen. Und das, mein Lieber, wäre verhängnisvoll. Ja, und wo finde ich jetzt die restlichen zwei? Nicht die restlichen zwei Buhus, sondern die restlichen zwei Konsorten mit den Schlüsseln. Eigentlich mit den Schlüsseln mit den Windrad-Tor-Stücken. Die vermissen wir ja noch. Und ja. Hier der Sarg noch, den müssen wir noch einsacken. Ach man. Lassen sie sich auch gar nicht einfangen, oder? Na komm, komm zu Daddy. Rein mit euch. Und hier hängt noch irgendwo einer rum. Ja, zack. Rein mit dir. Ah. Ich hatte ihn schon. Na komm, 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 komm. Ich muss mal ganz schnell reagieren hier, oder was? Zack. Ich meinte, ich hatte alle. Ach, verdammt, einer ist immer noch irgendwo. Die verschwinden außerhalb des Bildes. Wo sind die? Hier sind die. Ah, verdammt. Ach, kommt schon, Leute. Da sind zwei, ja. Mit euch. Ja. Und der dritte ist da vorne. Ja, nice. Und du? Da gibt es recht wenig zu sehen. Aber wieso? Was brauchen wir denn hier noch? Das ist. Hier muss doch irgendwo der. Oh, ein Knochen. Das ist gut. Den kann ich gebrauchen. Ich das nächste Mal Game Over gehe. Muss die Mission nicht gleich wieder neu starten. Und die Kerzen auspusten oder was ist das Ziel? Dann gehen die anderen wieder an. Na komm. Okay. Ich sehe es gerade nicht. Ich blick's nicht. Wo finden wir die anderen Geister? Drei haben wir schon. Zwei fehlen uns noch. Den Hinweis von Igitt gibt's auch nicht. Da hängt denn vielleicht noch was. Die Gitterstäbe können wir nicht aufbrechen. Hier irgendwas. Nee. So weit gibt es hier recht wenig zu sehen. Und dann haben wir hier alles, oder? Müssen wir wieder hochschweben, oder? Ich habe keinen Plan, wie das geht. Wie wir das hinkriegen.
Mir muss das doch gehen. Dass man doch ansaugen kann. So, hier und dann aufpusten. Ansaugen und aufpusten. Ja, jetzt habe ich es eingesaugt. Na komm. Blühe wieder. Und ja, genau so. Und hoch geht's. Genau so macht man das. So ist der Plan. Und drüber da. Und zack. Und weg ist er. So. Und nun, wo finden wir hier oben die restlichen Stücke? Naja, erstmal raus aus dem Desaster hier. Gerade werden hier keine angezeigt. Vielleicht bringen wir erstmal die ersten drei zurück. Vielleicht ist das ein Anfang. Der ist liegend tot. Ja, das müsste auch noch passieren. Ist ja klar. Und was denn auch sonst? Können wir die schon zurückbringen? Scheint mir nicht so. Ja, hallo, hallöchen. Hier noch andere. Auf der anderen Seite. Kann ja sein, dass sich hier noch Leute rumtreiben. Sie haben eigentlich schon entmistet. Aber ja. Hier war gerade was zum Anfassen. Okay, nein, hier sind keine. Jede Pflanze brauchen wir nicht zu untersuchen. Wo gibt es denn hier noch was? Wo könnte es hier noch was geben? Okay, hier das Wasser aufdrehen. Okay, alles klar. Hier waren wir eigentlich schon mal. Da pfeift er. Ist das lustig. Luigi. Unter der Dusche. Auch ein Abenteurer muss ich mal duschen. Körperpflege eben. So. Jetzt haben wir eigentlich gleich alles abgesucht. Kann da noch was sein? Wie die Räder zum Laufen bringen? Vielleicht ist da die Lösung. Ah, okay, hier wächst was. Schön, aber das hilft uns nicht weiter. Oh, da sind wir wieder unten. Ja gut. So kann es auch gehen. Dann ist hier nochmal durchgerannt. Ich sagte durchgerannt, Luigi. Durchgerannt. So mit B. Rennt man. Oder ja, was halt bei Luigi rennen ist. Naja. Ist schon schnelles Laufen. Dann sind wir dann mal hier um die Ecke. Zack. Sollen wir die Blumen mal. Sollen wir die Blumen mal retten? Mal. Zack. Ein bisschen Geld. Das schadet nicht. Kann man gebrauchen. Dann suche ich mal drum rum. Okay, kommen wir hier rüber? Oder? Okay. Forschungsraum. Waren wir hier schon mal? Könnte sein. Ich weiß es aber nicht. Könnte hier eine Tür irgendwo sein zum Treppenhaus da drüben? Hiermit können wir doch fliegen, oder? Rein theoretisch müsste das doch klappen, wenn wir hier. Das kommt mir zumindest sehr unbekannt vor hier. Die Geschichte hier. Darüber ist ja alles sehr verwuchert. Ich komme da nicht hin. Der Weg ist versperrt. Nee, hier ist Sackgasse. Aber hier waren wir, glaube ich, auch schon mal.
Was ist das Rätsel, das Lösung? Wie kommen wir hin? Im Brückengang, okay. Hier sind die Viecher, die uns Schaden zufügen. Okay, dann spring ich mal hier runter. Ups, der arme Luigi. Wo findet man was? Hier, das können wir noch machen. Hier die Blumen. Und da kriegen wir auch noch ein bisschen Geld von. Hier können wir noch die Pflanzen bewässern. Aber die Frage ist immer bei einem, was bringt uns das? Im Endeffekt. So, zack. Zack. Irgendwie mal saugen. Den Dreck saugen. Immer Ordnung halten. So, zack. Dann mal ein paar Pflänzchen. Aber nach wie vor die Frage, was bringt uns das? Es bringt herrlich wenig. So, hier wieder ein bisschen Geld. Ja. Ein schwarzes Loch. Dass wir nicht hinein können. Zack, hier auch wieder ein bisschen Geld, aber ja, hübsch. Und was bringt's? Hier haben wir was zum Ziehen. Zack. Ja. Kann Luigi wieder duschen gehen. Mit Luigi geht's duschen. Na komm. Ja, hübsche Animation. Jo, wie geht's weiter? Ich würde das hier gerne mal abschließen. Alle Blumen aktivieren. Jetzt sind wir hier wieder im Vorhof. Nee, das kann der Geist tun. Können wir die Fledermaus vielleicht aufsaugen? Tja. Tja, ha. Nummer 4 und 5. Das wäre noch nett, wenn wir die finden könnten. Hat da jemand einen Plan? Ich irre gerade planlos durch die Gegend. Ist nicht absolut gar nicht G wie nicht, nee, N wie nicht, J wie gar nicht. Noch mal alles absuchen hier, den Werkraum, der ist erhellt. Ja, da müssten wir mal hin. Wie kommen wir da rein? Kommen wir da hoch? Das Treppenhaus. Dann geht's vielleicht weiter. Grübel. Grübeler. Das wieder aktivieren? Nee, das können wir nicht. Hier sind wir eigentlich fertig soweit. Wisst ihr es? Habt ihr einen Plan? Ich im Moment nicht. Jetzt haben wir hier gleich alle Sachen abgesucht, wo man irgendwie was erreichen könnte. Aber es waren doch nur drei Geister. Und habt ihr mehr gesehen? Mehr als drei Geister. Kommt man hier irgendwie durch? Ja, und ja, aber damit können wir doch nicht fliegen. Das ist, ja. Wozu brauchen wir das Fliegen hier? Das bringt uns hier herrlich wenig. Gut,
da verabschiedet sich der 3DS, womit die Mission nicht gespeichert wäre. Nice, aber ich habe es jetzt hier erstmal auf Video. Bis dann und ciao, würde ich sagen. Macht's gut.